Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von www.sportspunk.de, dem Blog über nachhaltige Sportbekleidung und digitale Sportprodukte wie Sportswearables, Smartwatches im Sport. Ja, heute ist wieder ein Tag in den Alpen, in den Tiroler Alpen genauer gesagt und noch genauer gesagt in Hochgurgl. Das ist in der Nähe von Sölden. Ja, wir sitzen gerade hier in einer Gondel, fahren also gerade hoch. Man sieht leider nicht viel heute, aber wir fahren heute nicht nur Ski, sondern wir reden auch über diese Jacke hier. Und zwar ist das eine Jacke von Pure. Ja, auf meinem Blog habe ich ja schon mal über Pure berichtet. Den Link dazu seht ihr wie immer hier unten gerade eingeblendet. Das könnt ihr euch schon mal angucken. Wie ich schon berichtet habe, ist Pure ein deutsches Start-up, die sich darauf verschrien haben, Skibekleidung herzustellen, die recycelt werden kann und die Pure auch recycelt und dann aus dem recycelten Material wieder Skibekleidung herstellt. So, jetzt geht's los. Während wir also hier durch die Fun Slope gehen, ab in den Tunnel, möchte ich weiter über und das Konzept dahinter reden. Also wie gesagt, eine nachhaltige Marke, die aber auch wirklich super Qualität abliefern. Das habe ich mit dieser Jacke halt gemerkt. Boah, die Sicht ist heute richtig schlecht. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier hinfahre. Ich weiß nicht, ob man das in dem Video besser sieht. Ich sehe auf jeden Fall nichts. Aber das macht ja doppelt Spaß. Genau, also die Qualität der Jacken ist echt super. Die Jacke ist enorm leicht. So, ihr seht das hier oben in den Gondeln. Kaum jemand ist unterwegs. So, der Tunnel. Und abklatschen. Du kannst nämlich auch deine Pure-Klamotten oder deine überhaupt deine alte Skiklamotten an Pure zurückgeben. Also bekommst du wie damals beim Auto sogar eine Abwrackprämie. Wie viel? Das ist gestaffelt, das kannst du dir mal auf der Internetseite anschauen. Da bin ich hier. So, jetzt sind wir hier im Ankerlift und hier könnt ihr die Jacke auch noch mal genauer sehen. Hier seht ihr noch mal die Jacke. Die ist wirklich enorm leicht und hält trotzdem enorm warm. Ich habe am ersten Tag noch einen Windlatz unter der Jacke getragen, den habe ich aber sofort wieder ausgezogen, weil sie echt so enorm winddicht ist. Und warm hält sie auch. Also eigentlich, wenn ich immer unten ankomme, dann muss ich die Jacke direkt aufmachen, weil es echt gut warm ist. Und ja, sie hat auch so Gimmicks wie zum Beispiel eine Tasche mit einer Halterung für das Brillenetui, damit dir das nicht verloren geht im Eifer des Gefechts auf der Skipiste. Und genauso hat sie halt hier in den Ärmeln solche, ja, so Ärmelverlängerungen, die du halt über die Hand ziehst und dann Handschuhe drüber. So kommt halt kein Schnee in die Jacke rein. Also echt super gute Qualität. Top. Das sind die Konzepte von Pure. Nachhaltigkeit dadurch, dass sie halt das Material recyceln und gute Qualität und super Design. Also nichts irgendwie von Öko, sondern wirklich enorm atmungsaktiv, hält enorm warm, ist super winddicht. Ja, mit dieser überaus bescheidenen Sicht hier in Hochgurgl verabschiede ich mich und freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zur nächsten Folge von www.sportspunk.de. Ciao!